Biogasanlagen macht man sich den biologischen Verkehrungsprozess von organischen Rohstoffen zunutze. In unserer Anlage kommen ausschließlich Rohstoffe aus der regionalen Landwirtschaft zum Einsatz. Hierzu gehört zum Beispiel auch dieser Mais. Zusätzlich setzen wir noch Ziegenmist aus der regionalen Landwirtschaft ein. Damit wird aus Mist richtig Strom und Wärme erzeugt. Per Förderschnecken kommen die Einsatzstoffe dann in den Fermenter, in dem bei einer Temperatur von ca. 38 Grad und regelmäßiges Rühren die Methanbildung einsetzt. Dafür verantwortlich sind die sogenannten anaeroben Bakterien. Durch biochemische Vergärungsprozesse entsteht dann das Biogas mit einem Methangehalt von ca. 50%. Im Nachgärer passiert quasi dasselbe. Er dient lediglich zur besseren Gasausbeute. Das gesammelte Biogas wird gereinigt und an den großen Blockheizkraftwerken, das sind Motoren wie dieser hier, zu grünem Strom und grüner Wärme umgewandelt. Zum Abschluss wird das vergorene Substrat im Gärrestlager, das sind die größten Behälter auf der Anlage, gesammelt und als Flüssigdünger auf den umliegenden Feldern verteilt. Zusätzlich können wir auch die Feststoffe als Dünger auf den umliegenden Feldern nutzen. Diese Anlage ist besonders umweltfreundlich durch ihre neutrale CO2-Bilanz. Außerdem speisen wir die Fernwärme ins Netz der Stadtwerke Energie ein. So versorgen wir schon heute viele Haushalte im Jenaer Norden mit Wärme aus erneuerbaren Energien.